Ich bin offiziell verrückt. Ich bin offiziell ganz bekloppt. Wir haben es jetzt schon nach 12:30. Ich spiele jetzt hier einfach eine Runde Pokémon Schwert. Ja, neue Aufnahme Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Hier sind wir im letzten Part durch den Wirrscheinwald, wenn ich den Namen noch richtig im Kopf habe, durch. Und sind jetzt in dieser neuen Stadt angekommen. Fairbelly, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die Feenstadt, die kleine Feenwaldstadt. Ja. Ich nehme jetzt trotzdem noch späte Nahnacht auf. Okay. Was machst du da? Ein Pokémon. Und ich habe ein wunderschönes Pokémon-Center. Es leuchtet so schön im dunklen Wald. In der dunklen Waldrichtung. Ja. Okay, auf geht's. Das Team ein bisschen heilen. Bartkratz. Entwickelt hat sich da noch nichts. In letzter Zeit, im letzten Part. Aber es sieht so aus, als ob das wahrscheinlich in diesem Part der Fall sein wird. Ja, in diesem Part wird das auf jeden Fall sich schon. Da wird sich mal was tun. Supertank haben wir noch 14. Beleber haben wir noch 2. Da müssen wir mal ein paar Beleber kaufen. Das haben wir mal nötig. So, für die nächste Arena-Mission noch mal ein bisschen was einkaufen. So, okay. Nein, nicht einen. Ach, nein, nicht Supertank. Beleber brauchen wir. Beleber brauchen wir dringend. So. Ja. Machen wir 13. Da sind wir wieder unser Geld losgeworden. Ja. Ich bin erkältet. Ich bin quasi krank. Und nehme trotzdem jetzt noch um diese Uhrzeit auf. Also ich muss, also ja. Ganz im Ernst, ich muss bekloppt sein. Ja, bin ich auch. Ich bin bescheuert. Kennt mich doch. Nichts Neues. Nichts Neues für euch. Auch nichts zum Verkaufen da. Joa. Was haben wir denn hier für wunderhübsche Häuschen? Frank? So heißt mein Opa. Ich habe dich nicht danach gefragt, aber danke für diese Information. Ich bin ein Pokémon, los, kämpfe gegen mich. Okay, ich erkläre dir mal, was ich da sehe. Gehören Hoplo und Thermoputz derselben Art an? Nein, oder? Und doch bezeichnen wir sie beide als Pokémon, nicht wahr? Hoplo und ich gehören verschiedene Arten an, genau wie ich und Thermoputz. Im Umkehrschluss wäre es also nur logisch, mich auch als Pokémon zu betrachten. Ergibt das Sinn, oder? Ergibt doch Sinn. Es ist zwar nett gemeint, aber du musst mir nicht nur aus Höflichkeit zuzustimmen. Ich sehe ja selbst, dass der Vergleich hinkt und es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ich wollte halt bloß gerne ein Pokémon sein. Gib nichts auf, glaub an dich, bald ist es soweit. Greif nach den Sternen. Falsches Spiel, falsches Franchise. Ich hab's. Kleider machen Leute. Sag doch mal, so ein Outfit beeinflusst das Innenleben. Nicht wirklich. Das heißt, wenn man ja ein Outfit das Gefühl gibt, ein Pokémon zu sein, dann bin ich ja quasi wirklich ein Pokémon. Oder nicht? Hör mal. Wärst du so gut, ein Outfit zu tragen, das meine brodelnde Leidenschaft verkörpert? Danke für das Angebot, aber nein, danke. Ich will jetzt nicht Fetische von irgendwelchen dahergelaufenen Typen hier in irgendwelchen dahergelaufenen Städten unterstützen. Dem will ich mich jetzt nicht hergeben. Das ist, muss jetzt nicht unbedingt sein. Am besten ein Design, bei dem man
das Gefühl hat, das Feuer förmlich zu spüren. Ich mag ja meine Augen kaum trauen. Was für ein toller Look. Ich fühle mich, als wäre ich selbst zu einem Pokémon geworden. Dieses witzige Outfit, als das Feuer-Pokémon mir erweckt. Hier ein kleines Dankeschön für deine Mühen. Bitte sehr. Diese TM enthält die Attacke Akromatik, die dem Gegner mehr Schaden zufügt, wenn der Anwender kein Item trägt. Lässt du mich jetzt mal gehen? Ich laber hier die ganze Zeit diesen Typen. Der lässt mich nicht abhauen, das ist... Ach, Mensch. Lässt du mich jetzt mal gehen? Hörst mal auf, mich zuzulabern hier. Akrobatik. Ach, endlich weg hier. Der Sack labert uns hier voll in seiner Ecke. Sind hier alle so verrückt, so komplett bescheuert wie ich heute? Im Papellas Stadion gibt es auch eine kleine Bühne. Ach, das erklärt einiges. Und das Papellas Stadt und Papellas Stadion ist... Ja, dann ist mir alles klar. Papella ist gefühlt schon ewig Arena-Leiterin. Diese Stadt. Ja, ich bin Frank. Was? Du bist hier, um einen Brief zu überbringen? Ach, der Brief, den ich vor Ewigkeiten in einer anderen Stadt erhalten habe. Den ich von einem kleinen Mädchen. Du übergibst ihm den vergilbten Brief. Mal schauen, von wem er ist. Du meine Güte, von Paulina? Ach, da werden meine Erinnerungen wach. Das ist nicht ewig her, das müsste Clown City gewesen sein, wenn ich nicht komplett irre. Das war noch ein Clown City, das war Clown City, ja. Das war die Paulina, die in Clown City da rumhing. Ach, da werden Erinnerungen wach. Wir haben oft zusammen gespielt, als wir klein waren. Reden wir von der Paulina, die das kleine Mädchen, was mir den Brief gegeben hat, und der alte Sack, nichts für ungut, älterer Herr, ja gut. Aber irgendwann ist sie sehr krank geworden und wollte das vor mir geheim halten. Deswegen haben wir uns fürchterlich gestritten. Dann ist meine Familie plötzlich weggezogen. Seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Ging es von ihr gut, als du sie gesehen hast? Ja, sie war etwa 6, 7 Jahre alt. Vielleicht war sie auch 9 oder 10. Das ist jetzt nicht in dem... Das ist in dem Spiel nicht... Also ich glaube, sie war kleiner. Sie war 5, 6 Jahre alt. Sie war kleiner als ich. Ich bin ja in dem Spiel hier 11. Du bist nicht sehr gesprächig. Was? Hier hast du eine Belohnung dafür, dass du ein Stück meiner Jugend wieder gemacht hast. Haben die Entwickler da irgendwas vergessen? Haben die Entwickler vergessen, was die vor... ein paar Stunden davon, wahrscheinlich ein paar Tagen oder ein paar Jahren, ein paar Monaten da entwickelt haben. Das haben wir doch eindeutig von kleinen Mädchen erhalten, oder? Das ist, wenn ich, erinnere ich mich falsch oder ist das falsch programmiert? Wenn der noch von seiner Kindheit redet, heute ist ja einiges vergrößert. Und ist einiges verkorkst in dieser Stadt, in diesem Part, in diesem Abenteuer. Oho, du hast also den Arena-Ohren von Passweg errungen. Dann weißt du, dieses TM sicher einzusetzen. In Würde. Nee, jetzt nicht unbedingt, aber ich nehme die Bürde gerne auf mich. Es kann sehr hilfreich sein, das deinen Pokémon beizubringen. Aha, was haben wir hier? Für Pokémon als Trainer ist so eine Entwicklung schon eine vertrachte Angelegenheit. Ein Pokémon wird dadurch zwar stärker, aber sein altes Aussehen ist unwiderruflich verloren. Willst du wissen, wie man einem Pokémon zu mehr Stärke verhelfen kann, ohne dass es sich entwickelt? Nein, echt nicht. Echt nicht?
Schade, schau wieder vorbei, wenn dich der Wissensdurst gepackt hat. Ich weiß es mit einem Stein. Da gibt es so einen Stein, ich weiß gerade nicht, wer heißt, aber mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ich weiß, was gemeint ist. Es ist doch dieses, der Schwerstein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Huhuhu, Herr Pokémon-Trainer! Wir haben wirklich alle ein Rad ab in dieser Stadt. Ja. Dann gibt es so einen Stein, der die Entwicklung verhindert. Ja. Man braucht es nicht. Erholung ist schon sehr gut. Das kann man durchaus gebrauchen. Ja, ich sehe gerade, die Stadt ist, wenn ich nicht irgendwas übersehen habe, ist diese Stadt nicht gerade riesig. Also, zu diesem Haus kommen wir nicht. Haben wir hier gleich die nächste Arena. Ist jetzt hier gleich, geht's gleich. Direkt die nächste Arena. Färbeli-Stadion. Ja. Nicht viel los hier in der Stadt. Oder sehe ich hier wirklich was? Gibt es ein Eck, wo ich noch nicht rum... Oh, da ist ein Item, ein verstecktes Item. Ja, müssen wir noch hin. Hier ist wirklich nicht viel los. Sieht zwar hübsch aus, die Stadt. Kein schlechtes Örtchen. Duftpilz, ist von großem Wert. Können verkaufen. Bis auf diesen paar Häuserchen hier. In der Arena ist ja nicht so viel los. Tja. Ich gehe hier mal rein. Oh, wen haben wir denn da? Die Mary. Da kann die mir auch nicht weit sein. Oh, Zwergfürst. Sag bloß, du hast schon vier Arena-Ohren. So langsam wirst du mir ja richtig gefährlich. Pico! Gehört sogar Morpeko kriegt immer mehr Respekt vor dir. Was? Moment mal, Morpeko, willst du mir etwa sagen, dass du Zwergfürst magst? Das ist unser Gegner in der Arena-Challenge, ist dir das klar? Na schön, was soll's? Weißt du was, ich gebe dir meine Liga-Karte. Oh, Marys Liga-Karte. Nicht schlecht. Du hast die Liga-Karte von Mary. Du sortierst die Liga-Karte in deinem Album ein. Sieh es als Zeichen dafür, dass ich dich als meinen Rivalen anerkenne. Schließlich haben es außer uns nicht viele so weit geschafft. Wir sehen uns am Ende der Arena-Challenge als Gegner, klar? Alles klar. Da werden wir noch wohl viel Spaß mit dem Tiniel haben, dass sich für liebe Mary kloppen wird. Haben wir wieder den Balduin, mein Lieblingsfreund hier in den Arenen. Das ist doch hier immer wieder ein sehr gern gesehener Typ, ein sehr gern gesehener Gast. Der ersetzt wohl hier wahrscheinlich diesen Typen, der mal in der ersten Generation oder ja auch, also bis zur sechsten Generation immer in Arenen stand und uns da einem hilfreiche Tipps gegeben hat. Der dann meistens noch ein wie ist das? Tafelwasser hat er noch verteilt. Der dann noch so, ja, der immer am Eingangsbereich rumstand und so ein bisschen geredet hat. Hey, ich bin Spaldurin. Diesen Blick in deinen Augen kennt mich. Du bist verliebt. Da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Hier bitte sehr. Verliebt in wen denn bitte? Simpel Ball. In wen soll ich denn verliebt sein? Ein Superball sorgt dafür, dass sich Pokémon leichter fangen lassen, wenn sich ihr Geschlecht von dem deines Pokémon unterscheidet. Mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ist es wohl hier noch nicht so. Nee, Spaß. Ja, wollen wir jetzt hier das Spiel nicht daran aufhängen. Schon faszinierend, was soll alles in einem Pokéball steckt, oder? Ja, okay. Kerala. Okay, mit dem Mädchen können wir nicht reden. Tja. Papa, der ist streng, aber lass dich nicht einschüchtern. Okay. Was soll das mit den Quizfragen? Für uns geht es hier ums Ganze und sich verplimpert unsere Zeit mit Spielchen. Aha.
Scheint kleiner Spider auf die Inselprüfung, ich bin noch im Kopf bei der siebten Generation, obwohl ich die seit Ewigkeit nicht mehr gespielt habe. Das ist doch, ja, der sieht echt stark aus. Wird hier hinter meinem Rücken über mich gesprochen oder was? Pink? Spielt sie damit auf den Typ Fee an? Spoilert mich jetzt hier nicht vor der Inselherausforderung. Willkommen im Uniformladen, suchst du was Bestimmtes? Wir können es uns fast leisten. Fee gibt's noch nicht. Schade. Schade, Marmelade. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Hi, sag mal, hast du vielleicht ein Makabaya, dass du den Gunner gefangen hast? Wenn ja, würdest du es gegen mein Makabaya aus einer anderen Region tauschen? Puh, ja, muss jetzt nicht unbedingt. Ach, schade, du hast also keins. Tja, gut. Hier könnte man noch was kaufen im Supermarkt. Ja, ich vergesse es immer, dass es in den Arenen auch welche gibt. Items zu kaufen gibt. So, mal kurz speichern. Jo. Wir haben eine Liga-Karte, die schauen wir uns nochmal an. Das kann ich haben. Mary. Ja, die neue. Die habe ich auch noch runter. Die habe ich auch noch runtergeladen. Von jetzt bei Markus, die neue Karte. Die aktuelle. Nummer 89. Okay. Wie kann man sie sortieren oder irgendwie auswählen? In der Rückseite würde ich gern gucken. Geht das? Ja, hier geht's. Aha. 51 Pokémon Pokédex. Registrierte Eintrag vor Release. So, Marys Rückseite wollen wir durchlesen. Das als Kind war sie sehr weinerlich. Doch als sie von ihrem Bruder ein Pokémon bekam und mit ihm spielte, wurde sie positiver und entwickelte ein Talent als Pokémon-Trainer. In der Arena-Challenge nimmt sie zum Wohl ihrer dem Verfall preisgegebenen Heimatstadt Spikefort. Eine deutsche Stadt. Spikefort Teil. Mittlerweile haben jedoch auch die Boutique in Ghana ihr Interesse entdeckt. Obwohl sie in ihrer Heimatstadt zu einer echten Berühmtheit geworden ist, scheint sie das selbst wenig zu interessieren. Es macht ihr aber offenbar Mut, dass sie so von Tinier unterstützt wird. Mit der Nummer 960. Ja. Alles klar, na dann, auf in die Arena Challenge. Willkommen Arena Challenger, möchtest du in unsere Arena Challenge antreten? Ja, warum nicht? Machen wir das noch. Dann würde ich dich zuerst bitten, in die Umkleidekabine in der Uniform zu schlüpfen. Mach dich auf eine Animation der etwas anderen Hand gefasst. Der Test wird zeigen, was wirklich in dir steckt. Ja, haben wir schon gespannt bekommen. Ein kleines Quizchen hier. Wahrscheinlich auch mit Kämpfen. Der Sache Fee, des Typs Fee ist. Ja, wird interessant. Deine Uniform steht dir wirklich ausgezeichnet. Du bist bereit. Kann es losgehen? Es kann losgehen. Let's go. Da bin ich gespannt, was uns hier erwartet. In der Arena von Färben. Oh. Das sieht aber nicht so feenhaft aus. Im Untergrund angekommen. Sieht ja hier noch fast wie eine Baustelle aus. Da bist du ja, Kindchen. Und du hast immer noch zu wenig Pink an dir. Na, sei es drum. Meine Arena-Mission ist gleichzeitig auch ein Vorstellungsgespräch. Ich bin nämlich auf der Suche nach jemandem, der Nachfolger des Arena-Letter antritt. Du wirkst verunsichert, Kindchen. Keine Sorge, ich werde dir schon nicht den Kopf abreißen. Du musst lediglich ein paar Fragen beantworten und dabei gegen die anderen Trainer kämpfen. Das wird ein Kinderspiel, du wirst schon sehen. Es gibt da nur einen kleinen Haken. Viele falsche Antworten musst, die du gibst, sinken dir die Statuswerte zu deines Pokémon. Das tut gerade, das gerade für dich kämpft. Dafür erhöhen sich deine Statuswerte, auch wenn du die Frage richtig beantwortest. Warum das so ist, fragst du. Nun, Feen-Pokémon verfügen eben über unklärliche Fähigkeiten. So,
Dann wollen wir doch mal sehen, wie du dich anstellst, Kindchen. Okay. So, die Arena bis zum Kanusgehen. Gibt's alles. Ja, viel Krimskrams hier. Die Leiter kommen nicht hoch, ist nur eine Kulisse. Alles klar. Ach, sie steht hier gleich als Moderatorin, als Jury steht sie jetzt hier vor der Bühne. Ja, Wurzel. Wohlfindungsprobleme. Also dann wollen wir doch mal sehen, ob du das Zeug zum Finale nicht hast. Ach, erster Kampf, dann die Frage, oder was? Alles klar. Arena-Trainer Susanne fordert dich heraus. Parfi wird eingesetzt. Okay, das haben wir noch nicht gesehen. Scheint neu hier zu sein. So. Gegen Fee kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Da weiß ich leider gar nicht, was effektiv ist. Aber wir versuchen es erstmal mit Typ Flug. Versuchen es mit Blacky. Versuchen wir es mal. Versuchen können wir es. Den Versuch wird es. Oh, Frage. Jetzt hier. Kennst du die Schwachstelle von Feen-Pokémon? Ja, habe ich doch gerade schon gesagt. Gift oder Stahl. Ich würde mal auf Stahl setzen. Dann haben wir mit Blacky vielleicht gleich eine Chance, wie sie sich entwickelt. Also Gift glaube ich nicht. Stahl vielleicht, ja. Vielleicht ist es aber doch Gift. Ich nehme Stahl. Fabelhaft! Stahlattacken sind sehr effektiv. Na, dann musst du dich mal schnell entwickeln, Blacky. Damit wir hier eine Chance haben gegen die Arena-Leiterin. Deren vielen Pokémon. Und wir hier ein bisschen mit Stahlattacken auftrumpfen können. So sieht's aus. Flugattacken sind auch nicht uneffektiv, aber ja. Sabayone. Weiter kämpfen. So, Sabayone. Die haben wir schon mal gesehen, glaube ich. So, Pflücker. Die Attacken sind weiterhin effektiv. Pflücker. Nicht sehr effektiv, aber effektiv. Ja, kann man schon mitkämpfen. Alles so pink hier im Hintergrund. Der Hintergrund im Kampf ist wirklich ziemlich pink. Da steht sowohl auf pink die Arena-Trainerin, die Arena-Leiterin. Boah, Schnabel, kannst du ruhig verwirrt sein, Blacky. Du musst nur kämpfen und siegen. Das ist deine Aufgabe. So, Susanne besiegt. Wenn man sich auf seine Fähigkeiten verlassen kann, ist es fast egal, ob man richtig antwortet. Du gewinnst 6528 Punkte unter. Die Sicherheit aus dem Kampf gegen die erste Arena-Trainerin dieser Arena hervor. Hippe Musik. Nicht übel. Ich kann natürlich nicht für Papella reden, aber meine Neugier hast du geweckt.